Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Facebook Live Vortrag. Es ist der dritte in einer Reihe, die ich anlässlich des Neuerscheinens von meinem Online-Kurs Trust Your Body finde eine typgerechte Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin halte. Wir hatten gestern und vorgestern die ersten zwei Teile, kannst du gerne noch nachschauen. Du findest sie sowohl auf Facebook als auch auf YouTube noch. Und dann ging es um das Thema Feuchtigkeit nach TCM, wie entsteht sie, was hilft. Und gestern hatten wir dann noch die Wirkung von verschiedenen Getränken. Da habe ich dir den Getränke-Guide gezeigt aus dem Trust Your Body. Und was war noch? Ah ja, die thermische Wirkung. Gestern ist es um die thermische Wirkung der Nahrungsmittel gegangen. Da habe ich einen Vortrag dazu gehalten, auch mit Folien. Kannst du gerne eben, wie gesagt, dir immer noch anschauen, bleib doch hier stehen mit vielen Tipps, wie du die Wirkung der Nahrungsmittel für deine Gesundheit verwenden kannst. Das heißt, wann man kühlend essen soll, wann wärmend und wann neutral und bei welchen Symptomen und so weiter das gut ist. Und welche Nahrungsmittel sind überhaupt kühlend und wärmend, das haben wir gestern gehabt. So, und heute im letzten Teil dieser kleinen Serie geht es um das Thema Emotionen nach TCM. Welche Rolle spielen die Emotionen in der Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin? Wie wirken die auf unser Qi? Wie wirken die auf unsere Energie, auf unsere Gesundheit? Die TCM ist ja eine ganzheitliche Medizin, das heißt, es ist der Mensch wird als Einheit gesehen von Körper, Seele und Geist. Und das finde ich ganz interessant. Dazu habe ich einen kleinen Vortrag wieder vorbereitet. Und als abschließendes Thema habe ich noch vorbereitet, was man bei bestimmten Beschwerden tun kann. Wieder anhand der Materialien aus dem Trust Your Body möchte ich dir heute zeigen, die Materialien zum Thema Akne. Das heißt, bei unreiner Haut, bei Pickel, bei Akne, welche Ernährungstipps helfen da und was sind die Ursachen nach der TCM. Du siehst, ich habe mir einiges vorgenommen. Ich hoffe, wir kommen in circa einer halben Stunde durch. Und Fragen sind wie immer willkommen. Stell sie mir einfach in den Kommentaren und ich schaue zwischendurch wieder mal auf meinen Computer daneben und versuche sie zwischendurch auch zu beantworten. Gut, zuerst möchte ich dir wieder zeigen, anhand der Infoseite von Trust Your Body, das ist meine Webseite, ernährungsberatung-wien.at, wo du auch meinen Blog findest mit ganz, ganz vielen Informationsartikeln, Rezepten, vielen, vielen Tipps etc. zum Thema TCM und TCM-Ernährung. Aber hier möchte ich dir zeigen den Trust Your Body, die Informationsseite, wo du auch bestellen kannst. Da gibt es ein Video und so weiter und so fort. Und für wen es geeignet ist, für wen auch nicht, das ist auch immer ganz wichtig. Zum Beispiel ist der Trust Your Body kein Abnehmprogramm und kein Programm, bei dem du ganz genaue Essensregeln bekommst, was du wann essen sollst. Im Trust Your Body geht es darum, dass ich dir anhand der Mittel der TCM wieder zu einem besseren Körpergefühl verhelfen will. Also dass du das wieder mehr entdeckst, was tut dir eigentlich gut. Weil in Wirklichkeit kann dir das niemand abnehmen. Und ich erlebe immer wieder, dass die Leute sich wirklich streng an bestimmte Ernährungsregeln halten. Ob es jetzt Paleo ist oder ob es Low Carb ist oder ob es auch die TCM ist. Und meine Ansicht ist, und so ist auch der Kurs aufgebaut, dass es keine Regeln gibt, die für alle passen. Man muss wirklich immer aufs eigene Bauchgefühl hören, wie die eigene Verdauung mit diesen empfohlenen Nahrungsmitteln umgehen kann, weil wir eben alle verschieden sind. Und das ist etwas, was vielen von uns im Laufe der Jahre meines Gefühls nach abhanden gekommen ist, auch mir. Ich habe auch bis vor wenigen Jahren kein gutes Gefühl für meinen Körper gehabt. Ich habe seine Signale nicht verstanden und habe einfach versucht zu essen, was als gesund gilt, auch wenn es mir vielleicht nicht schmeckt, Hauptsache Vitamine sind drinnen etc. Und da ist eben die Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin ein tolles Mittel, meiner Erfahrung nach, wie man die Körpersignale wieder besser verstehen kann und einfach selber spürt, was tut mir jetzt gut und einfach wieder mehr Sicherheit, mehr Vertrauen zu sich selber bekommt, damit man mit der Zeit unabhängig wird von den ganzen Ernährungstrends und auch von Experten.
Das heißt, ich gehe das ist kein dogmatischer TCM-Kurs, sondern es ist ein Kurs dazu, der anhand der Methoden der TCM dich dazu führen soll, dass du deine für dich typgerecht passende Ernährung finden sollst. Gut, das habe ich aber eh alles schon noch im ersten Vortrag erzählt. Und du findest das alles eben auch auf der Seite, auf ernährungsberatung-wien.at. Ich möchte nur heute noch einmal zeigen, was wir heute durchmachen. Also, das ist ja anhand der Materialien des Trust Your Body aufgebaut, diese kleine Facebook-Live-Serie. Im ersten habe ich dir gezeigt den Fragebogen, der am Anfang steht und was da für Ergebnisse rauskommen können, wie eben Kälte, Hitze, Blutmangel, Qi-Stagnation, Qi-Mangel, Feuchtigkeit. Und wir sind auf das Thema Feuchtigkeit genauer eingegangen. Im ersten Modul bekommt man dann dazu Erklärvideos und Action-Tipps, das habe ich dir auch versucht anhand der Feuchtigkeit zu zeigen, sowie die wichtigsten Tipps für Verdauungsbeschwerden, weil die Verdauung so stark im Mittelpunkt steht in der TCM. Also wenn die Verdauung gut funktioniert, dann ist das schon mal ein guter Ausgangspunkt, um alle möglichen Beschwerden von der Haut über schönere Haare, über Kopfschmerzen, über Menstruationsbeschwerden, über Schilddrüsenprobleme etc. Zu verbessern. Und im zweiten Modul, da waren wir dann gestern, ist es gegangen ums Essen und Trinken nach TCM im Alltag. Das heißt, da gibt es Kochtipps, eine Nahrungsmittelliste mit den Wirkungen nach TCM, ein Getränkeguide, ein Fetteguide, Heißhungertipps, Süßigkeiten, Zucker etc. Essen unterwegs und wir haben gestern durchgemacht eben speziell die thermische Wirkung der Nahrungsmittel und ich habe dir den Getränkeguide auch gestern gezeigt als Beispiele und Rezepte für die Feuchtigkeit, weil hier findest du eben Rezepte genau für das Syndrom, das von deinem Online-Test als Ergebnis rausgekommen ist. Und heute gehen wir ins Modul 3 und 4. 3 ist eben Essen für die Seele. Und da geht es darum, was deine Emotionen mit deiner Ernährung zu tun haben, auch was du für stärkere Nerven und mehr innere Ruhe tun kannst. Und im vierten Modul sind dann die TCM-Tipps für deine Beschwerden in übersichtlichen Checklisten. Und da machen wir heute das Beispiel Akne. Im fünften Modul gibt es dann eine Wiederholung des Online-Tests, wo man dann genau vergleichen kann, wie haben sich die Ergebnisse in den 3 Monaten verändert. Sowie eine Abschlussbotschaft und wie es weitergeht und noch die eine oder andere Überraschung. In den ganzen Modulen gibt es immer wieder Überraschungsinhalte, die vorher nicht angekündigt sind, um einfach ein bisschen auch für Unterhaltung und deine Freude zu sorgen. Gut, das war das und jetzt gehen wir direkt zum Thema Emotionen. Weil ich da sehe zwei Bonusse. Der eine Bonus ist schon weg. Der erste Bonus, das war ein exklusiver Online-Workshop für die ersten 30 Käuferinnen zum Thema Glaubenssätze und Ernährung. Die 30 sind schon voll, das heißt, jetzt gibt es noch den zweiten Bonus, das ist der Rabatt von 70 €, den du bis Montagabend dir holen kannst mit deinem Gutscheincode. Die Infos dazu findest du auf der Trust Your Body Seite. Gut, wie gesagt, die TCM ist ganzheitlich. Emotionen beeinflussen direkt unseren Körper und unsere Ernährung kann auch unsere Emotionen beeinflussen. Jetzt schaue ich ganz kurz, ob schon Kommentare sind, ob ich überhaupt gehört und gesehen werde. Bis jetzt rede ich eigentlich mehr nur so für mich. Schauen wir mal, ob jemand da ist. Ah ja, super. Hallo Isolde, danke für deinen Kommentar. Dann sehe ich, dass jemand da ist. Fragen, wie gesagt, gerne in die Kommentare zu den Inhalten dann. Gut, ein Beispiel. Wenn du gerne scharfe Gewürze isst, Indisch, Curry, Chili etc., dann wird das auf Dauer nach TCM zu innerer Hitze führen. Und zwar ist da besonders die Leber betroffen. Die Leber neigt sehr stark dazu, Hitze zu entwickeln, zu heiß zu werden. Und wenn die Leber zu heiß wird, dann kann das dazu führen, dass wir innerlich aggressiv werden, dass wir vielleicht sehr wütend oder zornig sind, beziehungsweise unseren Zorn, unsere Wut auch einfach hinauslassen, wie so ein Überdruckgefäß, das dann explodiert. Das heißt, cholerische Menschen
Menschen, die leicht explodieren, die ihre Wut voll rauslassen und die auch wirklich wütend sind, die haben nach TCM höchstwahrscheinlich eine Leberhitze. Und das kann eben daher kommen, dass sie sich zu erhitzend ernähren. Gleichzeitig kann es aber auch so sein, dass eine Leberhitze durch andere Faktoren entsteht, sei es jetzt durch Krankheiten, durch bestimmte Ereignisse im Leben und dass dann erst sozusagen dadurch Zorn und Ärger und so weiter ausgelöst werden, durch die hitzige Leber. Und das heißt, sowohl die Emotionen können dazu führen, genau so wollte ich sagen, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, Entschuldigung, genau so ist es, so wollte ich sagen. Wenn du aus anderen Gründen eben sehr zu innerem, zu Groll, zu Zorn, zu Ärger neigst, keine Ahnung, aus deiner Geschichte, in deiner Kindheit, was du erlebt hast oder sonstige Lebensstilfaktoren, aus deinen Arbeitsbedingungen, deiner Beziehung und so weiter, wenn sich das einfach so bei dir entwickelt hat oder wenn du das von deiner Familie so mitbekommen hast, aus bestimmten Gründen, dann kann das auch dazu führen, dass deine Leber zu heiß wird. Das heißt, einerseits kann das durch die Ernährung passieren, was wiederum zu den Emotionen führt. Andererseits können auch die Emotionen dazu führen, dass die Leber zu heiß wird. Gut, das war jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Alles beeinflusst sich gegenseitig und hat eine direkte Wirkung auf deinen Körper. Zorn und Ärger wirken zum Beispiel erhitzend und beeinflussen besonders die Leber. So, ist es so, dass Emotionen immer krank machen? Nein, natürlich nicht. Also, ich habe ja ein Zitat aus dem Gelben Kaiser. Das ist so ein Grundlagenwerk der TCM, das um 2600 vor Christi erschienen ist und wo eigentlich schon alles drinsteht, was auch heute noch die Basis der TCM ausmacht. Und da steht drinnen: Schwelgt ihr in den fünf Emotionen, Freude, Zorn, Traurigkeit, Angst oder Sorge und Schock, kann dies zu Unausgewogenheit führen. Gelingt es euch nicht, eure Emotionen zu regulieren, seid ihr wie Sommer und Winter, die einander nicht regulieren können und das bedroht das Leben an sich. Das heißt, schon damals war bekannt, dass Emotionen Krankheiten auslösen können. Das, was man heute auch in der westlichen Medizin weiß, dass eben die Psyche eine große Rolle spielt, auch bei der Entstehung von Krankheiten, hat man in der TCM schon ganz lang gewusst, war einfach einer von den krankheitsauslösenden Faktoren, neben klimatischen Faktoren, neben Ernährung etc. waren Emotionen einfach eine von den krankheitsauslösenden Faktoren. Und das heißt, es geht darum, sie zu regulieren. Das heißt nicht, dass man sie nicht hat. Natürlich darfst du auch mal zornig sein oder Angst haben oder traurig sein, aber man sollte es nicht sozusagen ausarten lassen. Man sollte nicht zu stark zornig sein, zu viel, zu oft. Das heißt, sie schaden dir nur, wenn die Emotionen sehr stark sind, sehr lange andauern und wenn du natürlich keine Kontrolle darüber hast. So wie hier auf dem Bild sieht man, glaube ich, dass die Emotion sie ziemlich mitnimmt. Gut, und du kennst vielleicht die fünf Elemente, Leere, das ist ein wichtiger Teil aus der TCM. Bei uns ist auch bekannt die fünf Elemente Küche, wo die Rezepte danach zusammengestellt werden und so weiter. Und zu jedem Element ist eben auch eine Emotion zugeordnet. Zum Beispiel eben zum Holzelement, das zu Leber und Gallenblase gehört, ist der Zorn zugeordnet, wie gerade erwähnt. Und jede Emotion kann dann eben dieses entsprechende Element besonders beeinflussen, was nicht heißt, dass Zorn nicht den ganzen Körper beeinflusst, aber sie hat besondere Wirkung auf die Leber. Moment, ich schaue. Christina fragt, wie stärke ich die Nieren gegen Ängstlichkeit? Und Isolde fragt, wie bekomme ich die Leber gekühlt? Ja, zu der Leber, wie man die gekühlt bekommt, da reden wir gleich mehr, weil das ist eines von den Themen, die ich heute behandeln will. Zu den Nieren, Christina, kommen wir heute nicht, weil sich das nicht alles ausgeht. Aber prinzipiell geht es eben darum, die Nieren kann man sowohl mit Ernährung stärken,
wie zum Beispiel mit dunklen Nahrungsmitteln wie Kidneybohnen, Datteln, Pflaumen, schwarzen Sesam und so weiter. Und damit kann man tatsächlich auch etwas gegen die Ängstlichkeit tun. Ich will betonen noch, oder ich will unterstreichen, dass natürlich es nicht, meistens nicht ausreicht, nur die Ernährung zu ändern, um die Emotionen jetzt wirklich in den Griff zu bekommen oder um mit Emotionen, die einen belasten, wirklich besser umgehen zu können. Aber sie können einfach mithelfen, sie können eine Basis bilden, um dann um den ganzen Körper einfach stärker zu machen, um die Psyche stärker zu machen und damit sich da zu mehr Lebensfreude zu verhelfen. Aber natürlich kann es auch notwendig sein, eine Therapie zu machen und das ist auch sinnvoll in vielen Fällen. Also ich will mich jetzt nicht nur auf die Ernährung verlassen, will ich damit sagen. Die Ernährung ist eine gute Hilfe auch und es gibt da interessante Zusammenhänge, aber es ist sicher nicht, wenn man ein sehr ängstlicher Typ ist, ist es höchstwahrscheinlich nicht genug, die Ernährung umzustellen. Aber es kann eine Hilfe sein. Gut, und wir gehen heute auf zwei speziell ein, weil sich sonst in der Zeit nicht mehr ausgeht. Aber du findest eben alle diese Materialien findest du im Trust Your Body. Das heißt, in dem Modul zu Essen für die Seele gibt es da ein ganzes Webinar zu diesem Thema und das ist ein Ausschnitt davon. Das heißt, da gehe ich ganz genau auf jedes Element ein und es gibt noch viel mehr Tipps. Heute konzentrieren wir uns auf den Zorn und den Ärger und danach noch aufs Erdelement, auf Grübeln, sich Sorgen machen. Das ist nämlich das, was Milz und Magen und unsere Verdauung belastet. Dazu später mehr. Also Zorn und Ärger. Und da ist immer ganz interessant, auch auf unsere Alltagssprache zu hören. Da kommen viele Wahrheiten zutage. Zum Beispiel, mir steigt die Galle hoch. Das ist so richtig, mir steigt vor Zorn die Galle hoch. Also da sieht man den Zusammenhang mit Leber und Gallenblase vom Zorn. Und die Wirkung dieser Emotionen ist eben, dass sie erhitzend wirken und dass sie das Qi, also unsere Lebensenergie, nach oben treiben. Deswegen kann man auch ein rotes Gesicht vor Wut bekommen, weil einfach die Hitze und das Qi nach oben steigen. Ich koche vor Wut ist auch so ein Ausspruch. Das heißt, es zeigt auch die Hitze, die damit verbunden ist. Häufige Probleme, die damit verbunden sind, gesundheitliche, sind eben Probleme im Kopf, wie Migräne, Augenprobleme, Bindehautentzündungen, Verspannungen, weil das gehört auch zur Gallenblase hier vor allem. Also im Schulterbereich, Nackenbereich, dann Verdauungsprobleme, weil die Leber und die Verdauung auch stark verknüpft sind. Das heißt, von Sodbrennen über Verstopfung, aber auch Blähungen zum Beispiel, Bluthochdruck oder auch Tinnitus, also die Ohren wieder oben. Und zwar vor allem das hohe Geräusch. Beim Tinnitus, interessant, beim Tinnitus, so eine Nebeninfo, unterscheidet man zwischen hohen und tiefen Geräuschen der TCM. Das hohe Geräusch wird eben der Leber zugeordnet, das zeigt eben ein Leberproblem, oft eine Leberhitze oder eine Qi-Stagnation. Und das tiefe Geräusch wird den Nieren zugeordnet, es ist dann eher ein Nieren-Qi-Mangel. Gut, und Menstruationsbeschwerden sind auch häufig damit verknüpft. Im Fünf-Elemente-Zyklus, den möchte ich hier kurz zeigen, ist es so, dass ein Element das nächste nährt. Das ist der sogenannte Fütterungszyklus. Das heißt, es geht so einmal die Runde. Holz nährt das Feuer, Feuer nährt die Erde. Also das kannst du dir so vorstellen, aus Holz erzeugt man eben Feuer. Die Asche wird dann zur Erde. Die Erde, wie war das weiter mit Metall? Jetzt habe ich es vergessen. Das Metall kondensiert zu Wasser. Und Wasser nährt wieder das Holz, weil natürlich das die Pflanzen gießt. Aus Erde baut man Metall ab, genauso im Bergbau zum Beispiel. So wird das hergeleitet. Und das heißt, man kann zum Beispiel das Holzelement damit fördern, dass man das Mutterelement unterstützt. Also jedes hat eben, das ist Mutter und Kind, dieser Fütterungszyklus. Wenn du das Holzelement stärken willst, deine Leber, dann kannst du auch deine Nieren versuchen zu stärken, dein Wasserelement. Weil damit stärkst du gleichzeitig das Holzelement. Das heißt, die Mutter kann dem Kind helfen, wenn es zu wenig Qi hat,
Wenn es Probleme hat, zum Beispiel kann das Wasser versuchen zu kühlen, wenn das Holz zu heiß wird. Und gleichzeitig gibt es aber auch den Kontrollzyklus oder regulierenden Zyklus, wo jedes Element das übernächste kontrolliert. Ganz einfach zu verstehen mit Wasser kontrolliert Feuer, weil Wasser löscht Feuer. Feuer kontrolliert das Metall, also die Leber, Entschuldigung, das Herz, die Lunge, weil Feuer Metall schmelzen kann. Metall wiederum kontrolliert das Holz. Deswegen kann man auch, weil die Axt einen Baum schlägern kann. Und deswegen kann man zum Beispiel das Holz, also die Leber, auch beeinflussen über das Metallelement. Wenn man die Lunge stärkt, beziehungsweise die Energie der Lunge dazu verwendet, auch das Holz zu kontrollieren. Und das wirst du jetzt gleich sehen, das spielt eine Rolle bei den Emotionen auch. Und zwar schauen wir uns jetzt zuerst die Ernährungstipps an, für die Zahnpinkel, wie man bei uns in Österreich sagt. Und ich muss zugeben, ich bin auch ein Zahnpinkel. Das heißt, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man so explodiert. Und ich habe das die letzten Jahre einfach erlebt, wie stark das auch mit meinen Lebensumständen zusammenhängt, auch mit meiner Ernährung. Und ich habe früher ja sehr viel Schokolade gegessen, wie die von euch wissen, die mir schon länger folgen. Und ja, Kakao ist erhitzend und Zucker etc. belastet natürlich die Leber. Das heißt, ich habe mir eine perfekte Leberhitze und auch Feuchtigkeit angezüchtet. Und das war sicher für meine Emotionen nicht gerade förderlich. Gut, heute geht es Gott sei Dank besser, aber ja, ich kann das nachvollziehen, wie das ist. Ja, am wichtigsten ist eben, die erhitzenden Sachen zu reduzieren, wie eben die scharfen Gewürze, Alkohol, Fleisch, vor allem gegrilltes Fleisch, scharf angebratenes Fleisch. Das macht alles die Leber heiß und führt dazu, dass man eher aggressiv wird, zornig wird, wütend wird. Und das ist eben auch die Antwort, ich sollte, wie du die Leber gekühlt bekommst, indem du vor allem die erhitzenden Sachen reduzierst. Es geht in der TCM-Ernährung oder vielleicht allgemein in der Ernährung oft mehr darum, was lasse ich weg, als etwas extra noch dazu zu nehmen. Gut ist es, mehr grüne Nahrungsmittel zu essen, natürlich mehr Gemüse, weniger Fleisch. Die grüne Farbe stärkt die Leber, das Holzelement ist die Farbe grün, grüne Nahrungsmittel stärken die Leber. Das heißt, grüne Gemüsearten wie Brokkoli, Kohl, Zucchini etc., die wirken auch alle kühlend. Das heißt, Kohl ist eher neutral. Grüne frische Kräuter, die bewegen das Leber-Qi, freut sich die Leber drüber. Und du kannst, wie gesagt, die Lunge mit einbeziehen, indem du mehr weiße, scharfe Gemüse nimmst, wie Rettich oder Radieschen, weil die über den Kontrollzyklus eben auch die Leber kühlen können. Und die Lebensstiltipps, da ist zum Beispiel eben der dritte Tipp, das heißt Ordnung ins Leben bringen. Wenn du ein Zahnpinkel bist, haben wir oft, hilft es uns oft, wenn wir in uns und auch in unserer Wohnung zum Beispiel oder unsere Arbeitsstelle, wenn wir da mehr Ordnung hineinbringen, weil Ordnung eben etwas ist, was das Metallelement, die Lunge, sehr, sehr gern hat und stärkt. Und damit können wir wieder über den Kontrollzyklus auch unsere Leber stärken. Dann liebt die Leber alles, was kreativ ist und alles, was nur zum Spaß gemacht wird, also just for fun. Und sie liebt Bewegung, aber eben ohne Leistungsdruck. Das heißt, laufen gehen, Radfahren gehen, singen, tanzen, malen, alles, was dir vielleicht auch als Kind Spaß gemacht hat, beruhigt deine Leber, kühlt deine Leber und hilft dir, die Emotionen, wenn du von starkem Ärger etc. geplagt wirst, ein bisschen runterzukommen. Und das nächste, was wir jetzt noch durchmachen, ist die Milz und der Magen. Und das ist auch etwas, wo, glaube ich, sich viele wiederfinden. Ich wage zu behaupten, vor allem Frauen. Und zwar, dass wir einfach zu viel nachdenken, alles zu viel überdenken, dass wir uns Sorgen machen, dass wir schon im Vorhinein denken, was wird nächste Woche alles sein. Was kann da alles schief gehen? Wir grübeln, wir denken über dieselben Sachen 100 Mal nach, ohne zu einer Lösung zu kommen. Wir denken im Kreis. Und das gehört eben zu Milz und Magen. Einerseits ist es eben, wenn du dazu neigst, immer im Kreis zu denken und zu keiner Lösung zu kommen, deine Gedanken nicht stoppen zu können, dich immer nur zu sorgen und zu grübeln, zeigt das einerseits, dass du eben einen Milz-Qi-Mangel hast, also dass deine Milz energetisch nicht sehr stark ist. Und andererseits kann es auch wieder natürlich dazu führen,
dass Milz und Magen geschwächt werden, wenn man durch bestimmte Umstände so geprägt wird, dass man eben jemand ist, wenn man es vielleicht von den Eltern gelernt hat, der sich um alles immer Sorgen macht, weil die Mutter sich auch immer um alles Sorgen gemacht hat. Das übernimmt man teilweise leider. Und da ist wieder etwas, was in der Sprache interessant ist. Das Problem liegt mir im Magen. Vielleicht kennst du das auch, wenn dich gerade etwas belastet oder wenn du aufgeregt bist oder wenn du dir Sorgen machst, dann willst du nicht unbedingt etwas essen. Das ist auch etwas, was den Appetit beeinträchtigt. Das schlägt sich auf den Magen, das liegt dir im Magen. Und die Auswirkung auf den Körper ist eben, dieses viele Grübeln wirkt befeuchtend und es wirkt auch verknotend auf das Qi. Das heißt, es stagniert, es verknotet sich, es fließt nicht frei. Und interessanterweise kann man das eben auch so angehen dann, dass man einfach versucht, die Feuchtigkeit, die da meistens auch dabei ist, die wir die letzten Tage besprochen haben, zu reduzieren, um einfach auch wieder klarer denken zu können. Vielleicht kennst du das, manchmal hat man so Phasen, da ist alles ein bisschen wie unter einem Nebel und man hat das Gefühl, ich kann gar nicht mehr klar denken, Konzentrationsprobleme. Und das kann eben auch von zu viel Feuchtigkeit in der Ernährung kommen, zu viele Milchprodukte, zu viel Rohkost, zu viel Zucker. Das ist wieder meine Erfahrung von dem vielen Schokoladeessen, das hat eben sehr befeuchtend gewirkt und durch den Zucker auch die Nieren schwächend, das Qi schwächend, die Verdauung schwächend, Milz für alles eigentlich. Und ich hatte wirklich das Problem, dass ich dadurch sehr träge geworden bin durch die Schokolade. Also ich konnte in der Früh nicht gut aufstehen und ich habe auch nicht diesen Drive gehabt, jetzt etwas zu unternehmen. Also ich musste mich immer überreden lassen von Freunden. Ich war eigentlich sehr lasch, habe viel ferngesehen und ich habe dann gemerkt, wie ich aufgehört habe, Schokolade zu essen. Ich habe dann wirklich einen kalten Entzug gemacht, weil es anders nicht gegangen wäre, wie viel Energie ich plötzlich mehr gehabt habe und auch wie viel klarer ich gedacht habe, wie viel klarer ich denken konnte. Also es war wirklich so ein bisschen, als ob einige Jahre meines Lebens ein bisschen hinter Nebel verborgen gewesen wären und im Nachhinein denke ich mir, wow, was hätte ich da alles tun können? Und ich kenne also diesen Unterschied und ich bin überzeugt, eben durch Milz-Qi stärkende Ernährung, durch weniger befeuchtende Ernährung und so weiter, kann man da eben auch sehr viel für innere Klarheit, für klareres Denken, für mehr Drive im Leben, also mehr Zupackung, dass wir es angehen und eben gegen dieses sich ständig Sorgen machen tun. Häufige gesundheitliche Probleme, natürlich Verdauungsprobleme, das ist klassisch. Milz und Magen sind für Verdauung zuständig. Eben von Blähungen über Durchfall etc., breiige Stühle, Magenprobleme, Übergewicht, Ödeme, Diabetes gehört auch dazu und auch eine verschleimte Lunge, weil, wie auch schon gestern besprochen, sich die Feuchtigkeit in der Lunge ablagern kann. Und natürlich ein Energiemangel, also einfach eine Müdigkeit, eine Erschöpfung. Eben, weil die Lunge ist nämlich das Kind von der Milz. Wenn du an diesen Fünf-Elemente-Kreis denkst, wir gehen jetzt kurz zurück, dann hast du hier mit der gelben Farbe Magen und Milz, die Erde, und das ist die Mutter von der Lunge, vom Metall. Die Erde füttert das Metall. Das heißt, wenn die Mutter zu viel Feuchtigkeit hat, eben wenn in Magen und Milz zu viel Feuchtigkeit gebildet werden, bekommt das das Kind ab. Dann wird die Lunge verschleimt. Das ist ein ganz interessanter Zusammenhang. Das heißt, verschleimte Lunge bedeutet nach TCM Verdauung stärken, Feuchtigkeit ausleiten, über die Verdauung vor allem auch. Gut, und du siehst vom Kontrollzyklus her, ist das das Holz, was die Erde kontrolliert. Das heißt, wir können da auch versuchen, die Leber zu stärken, wieder mit mehr grünen Nahrungsmitteln zum Beispiel, um unsere Erde aufzubauen. So. Deswegen Ernährungstipps für die Grüblerinnen unter uns, auf jeden Fall weniger süß, wie gesagt, der Zucker, einer der Hauptübeltäter in dem Fall, und weniger fettiges Essen und weniger Milchprodukte, vor allem Kuhmilch, Joghurt und Käse, weil die sehr stark verschleimen und die Milz stark belasten. Mehr gekochtes Essen, also weniger kalt, mehr orange und gelbe Nahrungsmittel, das ist die Farbe der Milz, das heißt, Kürbis, Karotten etc. stärken sehr gut unsere Milz, unseren Magen. Und am Abend auch eher früh und leicht essen.
vom Lebensstil her etwas Neues anfangen. Das gehört nämlich jetzt eben zum Holzelement. Wir haben gelernt, die Leber, die Emotion ist der Zorn, der Ärger. Positiv gesehen ist es das auf etwas zugehen, etwas neu anfangen. Auch ruhiger mal einen Konflikt austragen, eine Herausforderung suchen. Und das fällt den Erdtypen oft ziemlich schwer. Die neigen eher dazu, gemütlich auf ihrer Couch zu sitzen und zwei Freunde einzuladen und was Gutes zu essen, als mal was Neues anzufangen, vor allem eben ein neues Hobby, einen neuen Sport. Das stärkt alles über die Leber auch dann eben die Erde. Öfters Nein zu sagen, sich selbst wichtiger zu nehmen, ist auch ganz wichtig für die Grüblerinnen und weniger lernen, weniger lesen, weniger denken, sondern mehr tun einfach. Also die Erdtypen sind auch sehr stark so eben in dieses Denken, in dieses Lesen, Lernen vielleicht auch noch vertieft und tun sich schwer, eben ins Tun zu kommen. Und das wäre aber genau das, was ihnen gut tun würde. So, und jetzt noch ganz schnell, ich sehe schon, die Zeit rast dahin. Achtsamkeitslehre, das ist auch so ein Thema im Kurs. Und das ist ein Steckenpferd von mir, das ich in den letzten Jahren entdeckt habe und das ich für so sinnvoll halte, für alle, die wirklich ein sinnvolleres, bewussteres, auch glücklicheres Leben führen wollen. Wirklich beschäftigt euch mit der Achtsamkeit, das ist so toll, ich habe mir das so viel gebracht. Was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet, unsere Gefühle wahrzunehmen und zwar ohne sie zu bewerten, ohne zu sagen, oh, jetzt bin ich schon wieder so zornig, ich will ja nicht mehr zornig sein. Mit einer liebevollen Grundhaltung und im Jetzt zu leben. Gefühle können uns nur schaden, wenn sie verdrängt werden. Das heißt, das ist aber das, was wir oft lernen. Wir wollen es nicht haben, wir wollen nicht ängstlich sein, wir wollen nicht zornig sein und wir wollen uns nicht schämen. Wir wollen einfach sozusagen stark sein, fröhlich sein und alles andere wollen wir einfach nicht haben. Viel sinnvoller ist es, und das habe ich wirklich selber erlebt die letzten Jahre, diese Gefühle einfach anzuerkennen. Sie dürfen da sein, sie schaden dir nicht, sie machen nichts, sie dürfen da sein, du kannst trotzdem dein Leben leben, du kannst sie einfach wahrnehmen und sie liebevoll begrüßen. So, ah, hallo, hallo Angst, da bist du wieder, okay, du darfst da sein, ihnen Raum geben. Und da gibt es einen tollen Spruch aus dem Buch Der achtsame Weg zur Selbstliebe von Christopher Gilmore. Und zwar, unterdrückte Gefühle gehen in den Keller und trainieren ihre Muskeln. Bei der nächsten Gelegenheit kommen sie gestärkt wieder an die Oberfläche. Das heißt, unterdrückte Gefühle werden erst sozusagen schädlich. Wenn du die Gefühle zulässt, dann schwächen sie sich von selber mit der Zeit wieder ab. Aber wenn du immer dagegen ankämpfst und Widerstand leistest, dann werden sie immer stärker. Und das ist natürlich der Grund, warum dann Menschen, die sehr kontrolliert sind und immer ihre Emotionen unter Kontrolle haben und nie irgendwie ärgerlich sind, plötzlich bei der kleinsten Gelegenheit explodieren können, weil sie im Keller der Ärger die ganze Zeit sozusagen geübt hat und jetzt voll explodiert. Das heißt, Gefühle wollen liebevoll angenommen werden, brauchen Raum und werden erst destruktiv, wenn du Widerstand leistest, wenn du dagegen ankämpfst. Das ist jetzt wirklich nur ein ganz kurzer Einblick, weil es mir so ein wichtiges Thema ist. Was hat es mit Ernährung zu tun? Ernährung ist einfach etwas, und das wissen wir alle, was wir nicht nur mit unserem Verstand steuern können. Sonst würden wir uns alle gesund ernähren. Jeder von uns, glaube ich, weiß, was er vermeiden sollte. Seien es jetzt die Süßigkeiten, der Alkohol, der viele Kaffee. Und aus vielen Gründen können wir es aber nicht, weil einfach die Gefühle so eine starke Rolle spielen mit dem, was wir essen, gerade bei Heißhungeranfällen, bei so ja, selbstzerstörerischen Gewohnheiten, die wir eigentlich nicht haben wollen, aber wir kommen nicht weg davon. Und deswegen ist es für mich eine super Ergänzung oder eigentlich total wichtig, wenn man auf Dauer seine Ernährung in Richtung gesünder und wohltuender umstellen will, dass man dann wirklich auch seine Gefühle, die Achtsamkeit, die Emotionen mit an Bord holt aus TCM-Sicht. Und da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Einige davon zeige ich dir im Kurs. Aber dazu haben wir jetzt keine Zeit mehr. Deswegen höre ich jetzt mit diesem Vortrag auf. Wie gesagt, den ersten Rabatt gibt es nicht mehr. Da mache ich eben den ersten Bonus, Entschuldigung. Da mache ich eben einen exklusiven Online-Workshop. Das war für die ersten 30 Käuferinnen, ist schon weg. Ich freue mich sehr drauf. Da geht es genau um diese Themen: Achtsamkeit, Gefühle etc.
Aber den Rabatt von 70 Euro kannst du dir noch holen, wenn du noch dabei sein willst. Und jetzt, weil ich es versprochen habe, noch ein Einblick in das Thema Akne. Das ist also das vierte Modul im Kurs. Da geht es um verschiedenste Beschwerden und wie die TCM diese sieht und welche Ernährungstipps da helfen. Da bekommst du quasi Checklisten an die Hand. Und zwar geht es da von eben Akne, Abnehmen auch noch TCM, Kopfweh, Menstruationsbeschwerden, Schilddrüsenprobleme, Gallensteine, bis zu Wechseljahresbeschwerden, Ödeme, ist da alles Mögliche dabei. Und hier zeige ich eben das Beispiel Akne. Ursachen und Entstehung geht es da, also es geht bei Akne, spielt immer Hitze eine Rolle, und zwar Lungen- und Magenhitze. Du merkst die Hitze an den Entzündungen und an der Rötung. Das heißt, das ist mal so ein Leitsatz: je röter und entzündeter deine Haut ist und auch je schmerzhafter deine Pickel sind, desto mehr Hitze ist vorhanden. Und durch das übermäßige Essen von befeuchtenden Nahrungsmitteln entwickelt sich dann die Hitze eben zu feuchter Hitze weiter. Das merkst du daran, dass die Pickel mit viel Eiter gefüllt sind, dass sie dick sind, dass deine Haut eher ölig oder glänzend ist und an ödematösen Schwellungen auch. Das heißt, wenn dein Gesicht oder wo du halt die Akne hast, wenn es auch so geschwollen ist, das zeigt auch Feuchtigkeit. Wenn die Hitze und die Feuchtigkeit dann länger bestehen, also die Akne chronisch ist, dann kann auch eine Blutstagnation und Schleim entstehen und toxische Hitze. Und das ist dann eben, das sind so richtig diese ganz tief liegenden, schmerzhaften Knötchen, die man auch nicht gut ausdrücken kann. Und dann gibt es noch den Zusammenhang mit der Menstruation. Unreine Haut, die vor der Menstruation auftritt, zeigt nach der TCM eine Disharmonie von bestimmten Meridianen. Das sind diese Leitbahnen, durch die das Qi fließt. Und wenn das Blut eben in diesen Leitbahnen stagniert, entsteht Bluthitze, die sich in der Haut dann zeigt. Das heißt, da muss man dann das Qi in Bewegung bringen und sich anschauen, wie man die Menstruation harmonisieren kann. Gut, und hier findest du dann zu den jeweiligen Symptomen die Symptome und dann später die Tipps. Also zum Beispiel bei der Lungenhitze ist es vor allem auffällig, dass die Pusteln und die Pappeln, die roten, schnell kommen und gehen. Das heißt, es bleibt nicht immer auf derselben Stelle, sondern es bewegt sich schnell, ändert sich schnell, dass viele Mitesser da sind und dass möglicherweise auch trockener Stuhl und trockener Mund dabei sind. Dann gibt es die feuchte Hitze im Magen. Da ist es eben eher glänzende Gesichtshaut, eventuell mit Mundgeruch auch, Verdauungsprobleme dabei. Und dann gibt es eben die Schleim- und Blutstagnation mit der Bluthitze, das eben bei der chronischen Akne, wo es auch vielleicht auch schon zu Narbenbildung kommt, tiefliegende Knötchen, die Pickel bestehen lange und bleiben lange. Und dann gibt es eben die Disharmonie von den Leitbahnen, die für den Menstruationszyklus verantwortlich sind. Und da ist eben schlimmer vor der Menstruation, besser danach. Das kennen viele Frauen von uns. Und da ist oft auch dabei eben PMS, unregelmäßige Menstruation und so weiter. Und bei allen vier Syndromen kommt Hitze vor. Deswegen ist einer der wichtigsten Tipps, erhitzende Nahrung meiden und kühlende Nahrung bevorzugen. Das heißt, weniger scharfe Gewürze, Knoblauch, Zimt, weniger Fleischsuppen, weniger Kaffee etc. Mehr gekochtes Gemüse, Reis, Polenta, Rohkost in Maßen, kühlende Kräutertees wie Kamillentee und so weiter. Und der zweite Tipp ist eben befeuchtende Nahrungsmittel meiden. Da zählt vor allem Kuhmilch und Käse und Zucker dazu, Fruchtsäfte. Und dann sind dann noch Ernährungstipp 3 und 4. Der vierte ist entlastet eine Verdauung, weil die Haut eben ein Spiegel des Darms ist. So, entschuldige, dass ich dich jetzt durchhetze, aber es ist schon 10 nach 7 und ich habe mir vorgenommen, heute halbwegs pünktlich Schluss zu machen, weil ich einfach jetzt zum Ende kommen will. Und deswegen lasse ich es jetzt gut sein damit. Schaue ich noch bei den Kommentaren, ob es was gibt. Gut, Isolde schreibt, gute Tipps habe ich schon alle umgesetzt. Super, Isolde. Ingrid,
Danke für deinen Kommentar und auch Nilena, danke für deinen Kommentar. Und ich hoffe, das hat euch jetzt wieder ein bisschen einen Einblick in die wundersame Welt der traditionellen chinesischen Medizin gebracht. Es ist wirklich super faszinierend, finde ich. Ich möchte alle ermutigen, sich mehr damit zu beschäftigen. Auf meinem Blog auf Ernährungsberatung-wien.at findest du viele, viele Gratis-Informationen, viele Artikel, wenn du dich vertiefen willst, auch Rezepte. Und wenn du eben Unterstützung haben willst bei einer Ernährungsumstellung, wenn du deinen Typ nach TCM wissen willst und wissen willst, was du konkret jetzt tun kannst, um deine Symptome, Beschwerden zu verbessern, dann lade ich dich herzlich zu meinem Online-Kurs Trust Your Body ein. Den Link dazu findest du oben im Post und bis Montag 22 Uhr bekommst du noch einen Sonderrabatt von 70 Euro. Gut, vielen Dank und ja, das war das letzte Teil von der dreiteiligen Facebook Live-Serie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald. Tschüss!